Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Im letzten Part, da haben wir das doch etwas makabres Spiel, das russische Glas, gespielt und wir haben glücklicherweise gewonnen. Unser Gegner hatte nicht so viel Glück oder eher, er hat Selbstmord begangen, aber er hatte einen guten Grund, den wir im letzten Part erfahren haben. Jedenfalls hat er uns seine Kups vermacht. Diese Tiere hier. Ja. Moment, die Krux, die er uns vermacht hat, das waren die vier Stück. Wo standen die denn herum, so neben seinem Haus, oder? Letzte Aufnahmesession ist wieder zwei Wochen her, da kann man sich mal verrennen. Ja, da sind sie. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Das sind die Krux, die ich bekam. So, natürlich können wir jetzt nicht einfach losgehen. Wir reden jetzt erstmal mit unseren Freunden. Ach, Mann, schon wieder falsch. Es sehen die Häuser ja auch alle so gleich aus. Wir waren im letzten Haus der ganzen Stadt, stimmt's? So. Dann bestimmt müssen wir wieder mit Neil reden, sagen, sind wir bereit und alles. Erstmal Kara. Neils Familie betreibt ein Handelsunternehmen in Euro. Was sagt Erik? Ich wünschte, Lance und Lily kämen mit uns. Ach, ihr bleibt hier? Ich würde gerne bei euch bleiben, aber ich kann meinen Vater nicht im Stich lassen. Verständlich. Außerdem gibt es da noch einen Grund. Ich habe vor, mehr Zeit mit Lily zu verbringen. Ich fühle mich irgendwie unwohl, denn ich lasse euch nicht gerne alleine. Aber ich muss meinem Herzen folgen. Dennoch wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr werdet es schaffen. Mit unserer Gruppe sich aber verkleinern. Auch ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Fragt Lance nach dem Grund. Der Augenblick, wenn sich zwei Menschen das erste Mal verlieben, ist magisch. Dieses Gefühl wird man niemals vergessen. Richtig. Meine Eltern wohnen übrigens in Euro. Sie werden uns helfen, sobald wir dort sind. Auf nach Euro. Ja genau, wusste ich doch. Wenn wir mit Neil reden, brechen wir automatisch auf. Und jetzt sind die Krux plötzlich um einiges größer. Und den Kängurus ja doch sehr ähnlich. So, in Euro haben wir noch einiges zu tun, denn da gibt es eine Menge rote Juwelen laut meiner Liste. Und außerdem müssen wir auch nochmal nach Watermia zurückgehen. Wieder so ein fieses rotes Juwel, da kommt mir ja kaum drauf. So, jetzt ganz, ganz vorsichtig drücken. Ah, das Will redet langsam gut. Wir durchquerten die Wüste und erreichten nach langer Reise die Stadt Euro. Ich glaube, das wird jetzt automatisch genau. In Euro herrscht reges Treiben. Die Stadt war viel größer, als ich dachte. Neils Eltern lebten hier. Sie betrieben eine Firma namens Rolex. War, wenn das eine Anspielung an Rolex ist. Neil war das erste Mal seit 3 Jahren hier. Seine Eltern waren außer sich vor Freude. Sie zündeten ein Feuerwerk und bestellten Tänzer. Es war eine einmalige Willkommensfeier. Ganz schön heftig, die müssen ziemlich reich sein. In diesem Haus leben Neils Eltern. Wir durften die Gästezimmer benutzen. Oh, kann ich jetzt drücken? Ja. Ja, ganz, ganz vorsichtig. Och, die Schlussmusik. Das Gästezimmer. Fühlt euch wie zu Hause. Ich möchte mit meinen Eltern sprechen. Es ist 3 Jahre her. Ihr müsst das Telefon erfinden. Hallo, Erik. Ich habe Angst, wenn ich nur dringend auf Toilette muss und weit und breit keine finde. Tja, deswegen gehen wir erst auf die Suche. Wenn du in seinem großen Haus bist, dann weißt du, wo es lang geht. Was für ein Haus! Die Stadtbewohner scheinen reicher zu sein als der König selbst. So, ich muss mal kurz meine Liste abchecken, wo denn die roten Juwelen sind. Okay. Jedenfalls nicht im Haus. Gut, das Haus hier können wir uns also völlig frei und unbekümmert anschauen. Denn hier gibt es keine roten Juwelen, das ist wirklich ein Riesenteil. Hier gibt es einen. Hier geht es nach oben. Laufen wir erstmal nach oben. Ah, da ist Neil und seine Eltern, nehme ich an. Hallo, Neil. Für sich selbst oder für andere zu leben, das ist die Frage. Bist du jetzt einer Philosoph? Wir haben so viel Geld verdient, jetzt wollen wir den Rest unseres Lebens genießen. Du wärst der richtige Nachfolger für uns. Mit seinem Vater kann ich nicht reden, wie es scheint, nö. Also, ganz klar, sie wollen hier darüber reden, die Nachfolge hier anzunehmen. Raten Japan immer ein Riesenproblem. Weil dort sind Familienunternehmen schon so eine Art Tradition. Und die Kinder sollen natürlich in die Fußstapfen treten, wenn sie dazu jetzt keine Lust haben. Und wer bist du? Vor einigen Tagen erschien ein mit Umhang verhüllter Fremdling. Ich fragte, ob jemand mit Namen Kara in der Stadt erschienen sei. Seine Augen waren kalt.
Soll ich Kara davon erzählen? Ich würde sagen, wir sollten sie nicht beunruhigen. Nein, bitte nicht. Hehe, ich habe eine Schwachstelle gefunden. Ach, ich habe wohl einen Hunger. Hol mir einen Apfel vom Markt. Okay, bald wir beim Markt sind, werden wir noch einen Apfel für dich ausschalten. Das Schweigegeld müssen wir dir wohl bezahlen. Geht's hier hin? Nach draußen. Da gab's auch noch... Ach, das führt wahrscheinlich zum anderen. Zu der anderen Tür. Ich habe gar kein Badezimmer gesehen. Ich glaube, Erik hat ein Problem. Hier ist noch eine Tür. Ach, das war das Gästezimmer. So. Also, Euro ist eine größere Stadt. Das könnte eine Weile dauern. Aber trotz dem philosophischen Luftscheinverhältnis ist sie groß, aber ich sehe auch ziemlich winzig. Der Präsident von Rodek lebt in diesem Anwesen. Ja, ui, das sagst du mir, obwohl ich hier gerade rauskomme. Ich kann mal runterrutschen, oder? Jo. So. Und du? Zwischen den Häusern befinden sich viele dunkle Gassen. Was sagst du? Kürzlich stellte ein Mann namens Schakal viele Fragen. Er trug das Böse in seinen Augen. Ich vermute, er verfolgt jemanden. Den kennen wir nur noch vom Anfang. Das ist das Buch, das Rowski über die Zukunft der Menschheit schrieb. Okay. Sollen wir es lesen? Das ist eine Teekanne. Wir nennen sie Tränenkanne. Einst brach ein furchtbarer Krieg aus. Als die Männer in die Schlacht zogen, sammelten die Frauen ihre Tränen in diesen Kannen. Mann, ist das eine traurige Geschichte. Glaubst du an Wahrsager? Nein. Das ist gut. Ich glaube nämlich an alles. Verkaufst du Würze? Nee, das ist Maismehl, um Brot zu backen. Tut mir leid, aber auf so etwas bist du noch zu jung. Das ist wohl Alk, hm? Viele Leute befinden sich unter dem Einfluss des Schreins. Was ist der Schrein? Ah, der verkauft Äpfel. Unsere Früchte sind reif und schmackhaft. Okay, gib mir einen. Dank der Firma Rolex floriert die ganze Stadt. Schlimme Gerüchte sind im Umlauf, aber ich denke, die Firma ist in Ordnung. Kaufst du mir Äpfel? Ich sehe, dass du ihn möchtest. Greif zu! Du willst deinen Apfel. Das ist der Marktplatz. Hier findest du alles, was du brauchst. So, kann ich noch mit denen hinten reden? Hey, Rotznase, auf dieser Seite der Theke hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Ich glaube, das sagen dir jetzt alle. Ja, sagen sie. Fisch können wir dann keinen kaufen, weil die dumme blauhaarige Tusse steht uns im Weg. Dabei würde ich gern Fisch essen. Fisch ist lecker und gesund. Auch wenn der Zubereitung furchtbar stinkt. Der Geschmack macht es wett. So, Anne wollte den Apfel haben, wer auch immer Anne ist. Vielleicht ist sie ja die Schwester von Neil. Sieht nämlich ihrer Mutter recht ähnlich. Danke, aber einer reicht mir nicht. Ja, ja, okay, dann holen wir dir noch ein verfressenes Ding. Aber es sind ja nur Äpfel, davon wirst du bestimmt nicht dick. Äpfel und Videospiele. Die haben irgendwie eine Tradition in Videospielen, die gibt's ständig. Die Äpfel, die wir da holen, sind ja auch rote. Das könnten Pink Ladies sein, denke ich mal. An alle Apfelsorten erinnere ich mich nicht, aber die typischsten sind wohl Pink Lady, Granny Smith und Golden Delicious. Die kennt eigentlich jeder. Die sauren, die süßen und die mehligen. Wobei, die Golden Delicious, die sind am besten zum Backen oder zum Kochen geeignet, nicht so zum Essen. Okay, das war jetzt schon der zweite, bitte. Du willst also noch einen dritten haben, dann wollen wir dir auch noch einen dritten Apfel. Also die Granny Smith sind die ganz sauren Äpfel, die sollte man nur essen, wenn man eine Sauertoleranz hat. Und die Pink Lady, die haben so eine Mischung aus Süße und Sauer. Die finde ich eigentlich am besten, die schmeckt richtig lecker. So, nächster Apfel. Wenn du da nichts rausrückst, stimmt irgendwas nicht auf meiner Liste. Denn da steht diese Anne drauf. Und hopp, wir wollen den letzten Apfel zu Anne bringen. Und mal gucken, was sie macht. Du bist ja nett, liegt das an mir, oder? Machst du das nur, damit ich Kara nichts sage? Verdammt, ich habe hier gar keinen Stift herumliegen. Mist. Egal, nimm dieses rote Juwel als Geschenk. Und das Juwel erhalten. Muss ich mir jetzt merken, welche roten Juwelen ich schon gesammelt habe, damit ich das danach der Aufnahmesession abhaken kann? Ach, eigentlich liegt hier immer ein Stift. Ich habe sie alle verteilt. Wie auf der Arbeit. Stifte sind irgendwie nicht da, wo man sie erwartet. Ich bitte sicher auf der Arbeit schon Stifte zurückgeholt. Meine Chefs nehmen die immer mit und dann legen wir denen so viele Stifte herum. Okay, jetzt gehen wir mal Schlange stehen. In diesem Laden findet ihr die besten Waren. Ja, das ist jetzt ein bisschen ätzend. Wir müssen jetzt tatsächlich in der Schlange stehen. Ich weiß gar nicht mehr, was es da drin gab, aber auf jeden Fall müssen wir jetzt eine Weile ausharren. Ich glaube, es gab irgendwas Cooles, ein Visualkraft oder sowas. Es wird sich jedenfalls lohnen, in der Schlange zu stehen. Wenn wir schon in der Schlange stehen, können wir ja auch über Warteschlangen reden.
Die schlimmsten Warteschlangen, finde ich, sind die auf der Behörde. Ja, du stellst dich gleich nochmal an. Ist da drin irgendwas Besonderes? Für Frauen? Oder vielleicht auch für Männer? Die schlimmsten sind Warteschlangen an der Behörde, denn teilweise steht man da Stunden, habe ich oft das Gefühl. Weil irgendeiner hat ein Problem und fragt da so viele Fragen, statt einfach mal sich abhandeln zu lassen und Platz zu machen. Echt ätzend. Und dann Warteschlangen im Supermarkt. Hier sind ja die üblichen Warteschlangen. Was sind da die schlimmsten Personen? Also, am schlimmsten finde ich ehrlich gesagt die Personen, die erst das Geld herausholen, endlich und sämtliche Waren über den Scanner gezogen bekommen haben, die Waren liegen immer noch herum, sind nicht mal eingepackt, dann holen sie in allergrößter Zeitlupe ihren Geldbeutel heraus, zielen es am besten noch genau mit den Münzen ab und das ist total ätzend, vor allem, dann werden deine Waren über den Scanner gezogen und du kannst dich einpacken, weil die ja noch mit ihrem blöden Einpacken beschäftigt sind, was ich hätte schon vorher machen können. Hat ja nicht mehr Geld rausgesucht. Finde ich in einem Biomarkt, in den ich gehe, immer ganz schlimm. Da gibt es so viele Leute, die sind sowas von langsam. Ich habe nicht so viel Mittagspause, Leute. Ich will nur meine Joghurt und mein Wasser kaufen oder wieder abhauen. Das scheint ganz gut zu klappen. Und dann gibt es natürlich noch die Warteschlangen, und das sind die längsten Warteschlangen, die es gibt. Vor den Achterbahnen in Freizeitparks. Oh, die längste, in der ich gestanden habe, war glaube ich 90 Minuten. Aber es soll noch viel, viel länger sein. Ich weiß, im Europapark, da sind wir beim Wodan gewesen. Das ist ja die neueste Achterbahn dort, die Holzachterbahn. Und wir haben dann Warteschlange gehabt, so circa 60 Minuten. Haben aber den Security-Mann dort auch mal gefragt, wie lange es eigentlich gedauert hat, als er aufgemacht hat. Wie hoch lang war da die Warteschlange? Ja, da hat er gemeint, da hat man locker 3 Stunden gestanden, wenn man am Ende der Schlange war. Also, das war dann wirklich übel. Und das Witzige ist, wir hatten dann extra noch so einen Pass gehabt, dass wir früher in den Park dürfen. Und was passiert? Wir gehen natürlich gleich zum Bruder, nachdem er aufgemacht hat. Trotzdem mussten wir noch gut 30 Minuten in der Schlange stehen. Weil es gab genug Leute, die noch so einen Pass hatten, dass man früher hin konnte. Aber wenigstens konnten wir ein bisschen früher fahren als an dem anderen Tag. Wir sind gleich da. Hier. Bloß nicht hier. Bloß nicht versagen. Jedenfalls, das war die längste Warteschlange, in der ich je gestanden habe. An Achterbahnen. Was gibt's denn noch für Warteschlangen? Eigentlich wartet man ja ständig. Das ganze Leben steht aufs Warten, hat man so das Gefühl. Aber Kassen, Achterbahnen, Behörden, das sind jetzt so die typischsten Warteschlangen, die mir einfallen. Es gibt ja natürlich auch noch Warteschlangen für Dienstleistungen oder wenn man zu so einem Friseur geht, wo man ohne Termin schneiden kann, muss man ja auch immer warten. Aber das ist dann mehr so eine Art Wartezimmer, wie beim Arzt. So, wir müssen warten. Wann dürfen wir rein? Ich laufe jetzt einfach nach vorne, bis ich rein darf. Und wir laufen auf der Stelle. Wir laufen gegen die vollkommen offene Tür. Es ergibt überhaupt keinen Sinn und Verstand. Wirklich, und wieso sind das eigentlich wohl die Klone, die hier in der Warteschlange stehen? Die sehen alle gleich aus. Ja, wie der Hintergrund rumrufst du das gerade, mein Mann. Ich nehme an, da ist was Scharfes. Stimmt's? Ist du was Scharfes? Ob du was Scharfes isst? Ja. Ja, er isst was Scharfes. Will ich husten? Ja. Ah, endlich dürfen wir rein. Bist du nicht mit Nil in diese Stadt gekommen? Dieses Geschäft gehört auch Rodek. Als Freund des künftigen Firmenchefs kannst du dir nehmen, was immer du möchtest. So, war das jetzt die schöne Käuferstimme? So, hier gibt's was. Das ist Lebensmedizin. Versuchst du sie? Ja. Das schmeckt wie Hundekuchen. Will, woher weißt du denn, wie Hundekuchen schmeckt? Also, Lola aus Visivin. Du bist nun stärker. Das nennt sich dunkle Medizin. Probierst du? Das Zeug riecht wie Kuhfladen. Aber Friedens dunkle Kraft wurde dadurch größer. Der Dark Feuer ist mächtiger geworden. Okay, hat sich erledigt. Wir haben alles. Geht's nach Hause? Vielen Dank. Der klang jetzt irgendwie unmotiviert. So, weiter geht's. Wo sind denn rote Juwelen? So, in der Wand und in einem Topf. Willkommen in Euro, der Händlerstadt. Erstmal hier hinein. Was hast du denn da? Die Stadt hat sich verwandelt. Rolex blitzt sicher auf und brachte viele Händler hierher. Irgendetwas verbirgt sich hinter dem Erfolg. Also hier in dem Topf ist nix. Ah, ins Ferienportal. Können wir also speichern. Das passt doch mal ganz gut. Wir haben zwar nur 5 Minuten, aber speichern tun wir doch gern. Aber die Warteschlange ja erledigt haben.
mussten wir ja ganz schön warten. Obwohl, ich finde eigentlich, es ging. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, wie lange wir ja in der Warteschlange standen. Wir müssen es jedenfalls nie wieder tun. Und das ist doch genau richtig, oder? So. Jetzt muss ich mich mal hier umschauen. Was sagst du? Zwischen den Häusern befinden sich viele dunkle Gassen. Ich habe das Gefühl, das hat schon mal jemand gesagt. Hier wohnen der weltberühmte Rowski und Eraquest, der Geigenspieler. Sie streiten ohne Ende. Genies sind schon sonderbar. So, irgendwo muss ich ein rotes Juwel befinden. Ah, hier. Und gut, dann gehen wir mal zu den Genies. Zwei alte Herren streiten über etwas. Wahre Schöpferkraft ist gewaltig. Sie dröhnt wie ein Sturm. Alter Angeber, du lügst, dass sich die Balken wiegen. Okay. Über die auf dem Tempelwerk aufbewahrte Teekanne ist ein Streit ausgebrochen. Tränen, die einst seinen Geist vergoss, sind dort zu finden. Man sagt, sie retten Menschen. Spürst du es? Eine seltsame Kraft geht von dir aus. Ich besitze einen sechsten Sinn für so etwas. Ich kann vieles fühlen, ohne es zu sehen. Wenn die Zeit reif ist, gehe zum Tempelberg und schaue dir die Kanne an. Rowski hat auf Wilfgarde den Tempelberg eingezeichnet. Jetzt kommen wir zum nächsten Dungeon. Nun? Sieht so aus, als hat dieser Rowski tatsächlich was drauf. Er hat willenspsychische Kräfte gespürt. Was sagst du? Ach ja, die sagt über die Leute, die streiten, die beiden Alten. Die alten Säcke hier. So, hier gibt's auch noch ein rotes Juwel irgendwas von die Zwillinge hier. Einst ging ich mit meinem Bruder zum Tempelberg. Wir verirrten uns dort. Riesenpilze und Pflanzen wachsen dort. Es ist wie ein Labyrinth. Mit Hilfe von Pilztropfen kann man geborstene Pflanzenstränge wieder zusammenfügen. Diese Pilztropfen sind auch auf dem Berg zu finden. Du wirst wissen, was ich meine, wenn du dort bist. Irgendwie witzig, wie unbekümmert die das erzählen. So, hinein mit uns. Der steht auf dem Tisch. Ach, der Juwelier. Bewahre meine Juwelen auf. 32. Ah, meine dunklen Kräfte. Es ist die mystische Kraft der Dämonen. Meine dunklen Kräfte sind stärker geworden. Drücke den Angriffskopf erneut, nachdem du den Dark Feuer eingesetzt hast. Okay. Ja, wissen wir alles. So, wir haben jetzt 32. Ja, das passt. Ja, kriegen wir noch den 33. irgendwo. Was sind das für welche? Ich bin Freezer, der Forscher. Sind wir hier in Ravenwall oder was? Ich möchte in die Geschichte eingehen, als der Entdecker des babylonischen Turms. Entschuldigung, das war schon Wills Vater. Ruinen sind umwerfend. Ich kann die nächste Expedition kaum erwarten. Ich frage mich, auf welche Expedition er uns diesmal mitnimmt. Ich fürchte, es hängt ganz von der Laune von Freezer ab. Ja, okay. Da ist jedenfalls einen merkwürdigen Namen. Hey, da ist doch der Juwelier gewesen. Moment, du stehst doch auf dem Tisch, das ergibt doch keinen Sinn. Physikalische Gesetze stimmen ja kein bisschen. Irgendwo hier muss es noch was geben. Hier leben die Einwohner. Zutritt verboten. Und trotzdem darf ich einfach rein? Nee, darf ich nicht. Und zack, nach unten mit uns. Ach, du blöde Kuh, steh uns doch nicht im Weg. Wenn wir da nämlich komplett runterlaufen, könnte es sein, dass es was gibt. Da bin ich mir jetzt unsicher, das ist jetzt wirklich lang her, dass ich an dieser Stelle gewesen bin. Nee, schaffen wir nicht. Aber hier muss es noch irgendwo was geben. Das weiß ich. Ah, hier geht's noch weiter. Nee, hier geht's raus. Ach, ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz nach Watermere und besorgen uns noch das eine rote Juwel. Dann gehen wir zurück nach Euro und gucken uns noch weiter um. Im nächsten Part dann. Weil hier gibt's noch was. Wir haben noch was von einem Schrein gesagt. Da muss es doch noch was geben. Wir werden es herausfinden. So, jedenfalls gehen wir jetzt mal kurz Richtung Lance. Und der müsste uns dann eigentlich ein rotes Juwel geben. So, Lance bitte. Mein Vater geht es von Tag zu Tag besser. Er kann jetzt sprechen. Hoffentlich findest du auch bald deinen Vater. Sag mal, sammelst du nicht diese roten Juwelen? Mein Vater hat eines davon besessen. Das gehört dir. Vielen Dank, Lance. Hallo, Lily. Gerüchten zufolge stoßen wir mit einem riesigen Stern zusammen. Ich glaube nicht an solche Gerüchte. Aber es gibt einen neuen Stern am Himmel, Lily. Leid es mir auch tut. Aber ihr seid nicht mehr Part dieser Geschichte. Aber ihr wart ein Teil der Geschichte. Wir werden sie nicht vergessen. So, jetzt gehen wir noch zurück nach Euro. Dann beenden wir dort erstmal den Part.
12. Wir können ja ganz schön weit gehen, sehe ich gerade. Englisch statt Euro und chinesische Mauer. Ganz schön viel Backtracking, sehe ich. Wundert mich. Also einen Route in die Welt gibt es noch einen Euro. Den finden wir noch. Außerdem müssen wir noch ein bestimmtes Geheimnis entdecken, das weiß ich noch. Weiß nicht, ob ich dazu nochmal zurückgehen muss. Oder das irgendwie schaffen muss, mit Mills Vater zu reden. Wir werden uns einfach mal umsehen. Im nächsten Part. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.